Farbe. Wenn ihr bleiben würde, sieht sie wie das von der Das ist Kardamom. Kardamom, ja. Lebkuchen gibt es hier. Ja. Ah, ja, ja. Aha, Kardamom, wächst genau. Hier, unten weg, da nicht. Dort oben, statt die Frucht hier. Soße. Achso, die drei, vier Soße. Mit Soße, den drei, vier. Okay. Innen, es gibt kleine Samen. Mm-hmm. And they taste like? Mint and lemon taste. Mint lemony taste. Mint lemony. Mint is on with citron rice. Citron, was ja. Probier. Ah, ja, ja. Ich mag. Kannst probieren. Essen? Ja, essen Sie. Mit diesem sehr bekannt als Mundartischung für die Leute zum Essen. Citron, was ja. Deswegen, wenn man Kardamomsamen kauft, Mund Mikrobakterien alle aktiv sind. Ach so. Es ist sehr gut gegen Mundkrebs. Ja, frisch. Okay. Fresh. Sogar in Medizin, Ayurveda, und unsere Naturheilkunde, wir haben schon Kardamom zum Zahnpasta machen. Das ist zum Zahnpasta machen. Kannst du probieren. Ja. Das wächst so aus der Erde raus. Ja, Erde auch. Ja. Okay. Aus der Erde raus. Kommen Sie noch interessante Bewegungszeit? Ja. Okay, das ist Muskat. Ach so. Frucht wächst Salze. Mhm. Wenn reif ist, innerhalb mit roter Farbe. Mhm. Beispiel Salze. Muskat, diese rote Schale separat getrocknet und macht man Pulver. Diese Pulver besonders in Kuchen benutzt man. Ja, okay. So ist die äußere Schale. Und dann es gibt so eine dunkle, das, harte Schale. Muss man das wieder mal getrocknet und Schale wegmachen. Dann Beispiel kommt da die Salze. Schütteln Sie. Ah ja, hier ist die Nuss drin. Ja. Körpermann. Hier, diese kennen dran. Das kennen wir, ja. Das wird gerieben und benutzt man als Gewürze. Genau, Muskatnuss. Ja, Muskatnuss. Das, genau. It tastes good to potato pastry. And we, potato pastry. Blumenkohl? I don't know exactly what it's in English. Blumenkohl. Blumenkohl auch. Ja, da, Reispudding auch sehr gut, diese. Reispudding? Reispudding? Kenn ich nicht. Das ist sehr wunderbar. Reispudding. Ja? Spinach Curry, Reispudding, Blumenkohl, Potato, oder Waterfall Theory. Wunderbar. Ja, stimmt. Das ist mal hier mit Zitronengras, also hier Kardamom. Das ist hier die Heilwirkung. Diese rote Schale, wir benutzen Ayurveda Dermatology gegen Hautausschläge heißt Psoriasis. Fieberhaut, Fieberflecken, Regen, Psoriasis. Psoriasis ist das Schuppenflechte. Ach so, eine Schuppenflechte. Ah, okay. Das heilen Grundbestand von den gewohnten macht man Medizin. Okay. So ist es, wir benutzen da. Muskat. Da gab es aber irgendwie auf diese Haut um die Nuss drum, das ist glaube ich auch irgendwie das, so ein Aufputschmittel, oder? Haben wir mal gelesen. Ein Aufputschmittel? Ja. What is it? Kakao. Kakao? Blüte und reife Kakao. Und reif? Ja, nicht sehr reif, halb reif. Halb reif. Ja, wenn sehr reif ist. Schon reif ist, wird gelbe Farbe. Innen ist die Bohnen mit einer Gelbe. Ich werde es zeigen, diese Bohnen. Ja. Okay. Das ist Kakaobohnen, ja, das ist. Ja, Blüte. Ach, das ist die Blüte, ja. Innerhalb ist später zeigen. Wie oft der Fruchtlage lag. Okay. Kakao. Hier? Na, ich möchte nicht, bitte. Nee, ich mag das nicht, das ist mir zu streng. Kurkuma, Kurkuma. Was ist das? Wie ist Kurkuma bei uns? Weiß nicht, auch gerieben, Pulver? Ich weiß gar nicht genau. Eine gelbe Würzel hier. Also Kurkuma kenne ich, aber ich weiß nicht, in welcher Form wir das kriegen. Ob das gerieben, getrocknet? Ich weiß nicht. Oh ja. Frisch Salsa, diese getrocknet
Und dann macht man fein Vollfe. Diese Vollfe benutzt man in Curry. Okay. Der Kuchenbacchanale. Diese ist eine gelbe Farbe. Hm? Mhm. Aber nicht immer gelb, wenn benutzt man mit Fleisch und Fisch wird etwas rotlich wie Farbe. Mhm. Mit Gemüse immer schon gelb und grünlich gelb. Mhm. Mit gelber Reis und so weiter wird Salsa leicht gelb. Ja. Salsa. Merken Sie, diese vom ganzen Welt, man findet nur zwei Sorten Natur, Spice und Färbemittel herum. Mhm. Eine ist Kurkuma Wirsel, andere ist Safran Lutefäden. Safran, okay. Safran. Diese beide Naturfärbemittel immer sind gelbe Farbe. Mhm. Beide sind aromatisch, beide sind schmeckvoll. Mit diesen beiden Sorten es gibt viele Phytobeta-Carotin oder Vitamin A. Ja. Mhm. Und auch mit beiden finden sie antiseptische Wirkung. Aha. Deshalb Magen-Ulzur, Mund-Ulzur und so weiter heilen und vorbeugend auch kennen. Gastrische vorbeugend kennen. Sonst der Safran und Kurkuma, wunderbare Natur-Speisen verwenden. Okay? Aber Safran ist sehr teuer, glaube ich. Safran ist also bei uns ist es sehr teuer. Hier auch etwas teuer. Ja. Wenn man vergleicht mit diesem Safran, diese ist sehr billiger, aber beide sind wunderbar.